zwischen Austria und Rapid, da hofften die Hütteldorfer auf den ersten Sieg seit 6 Derbys und auf den ersten Erfolg in dieser Saison. Und auch die Austria hat in diesem Spiel ja noch nicht gewonnen. Derbys erzeugen immer besondere Emotionen und zwei Spieler, die wollten heute ganz besonders viel beweisen. Denn sie spielten in der vergangenen Saison noch für den anderen Club. Kubica auf der einen Seite und auf der anderen Pürk. Viele waren es nicht, die in Violett und in Grün gespielt haben. Einer der bekanntesten von ihnen sicherlich Josef Fickersberger. Sein Nachfolger auf der Austria Betreuerbank Egon Cordes verzichtet auch heute auf Ogres, Schinkels und Resch und zwangsläufig auch auf den verletzten Belaitsch. Bei Rapid fehlen weiter der gesperrte Schöttl, Heraf verletzt. Dafür sorgt Trainer Ernst Dokupil auch für einige Überraschungen. Marasek spielt wieder und vor allem Mandreko feiert ein Comeback. Er hat heute erst den Vertrag bei Rapid unterschrieben und das war die erste große Chance schon in der ersten Minute für die Austria durch einen Kopfball von Kubica. Und noch einer feiert bei Rapid ein Comeback, nämlich der Pole Sliwowski. Er bekommt heute eine Chance. Wieder Eckball für die Austria. Und Konter für Rapid. Kübauer. Herrlicher Pass auf Sliwowski. Noch immer Sliwowski. Und das 1:0 für Rapid. 1:50 waren gerade gespielt. In den Testspielen hat er gute Figur gemacht, im Training sich besonders bemüht. Er verdient eine Chance, hat Ernst Dokupil über Sliwowski gesagt. Und der rechtfertigt das Vertrauen seines Trainers schon in der zweiten Minute mit seinem ersten Ballkontakt, das 1:0 für Rapid erzielt. Der letzte Rapid-Sieg, schon fast 2 Jahre her, im Oktober 92, gab es den letzten Erfolg gegen die Austria. Und Rapid jetzt mit dem Selbstvertrauen dieser schnell 1:0-Führung. Mandreko, Pürk, Mandreko, herrliche Aktion und doppelter Stangenschuss, kann man da nur sagen. Unglaubliches Pech für Sergej Mandreko. Mit diesem Biarstoß von einer Stange zur anderen. Rapid gibt den Ton an in dieser Anfangsphase. Wieder Eckball und Sliwowski mit einem Kopfball. Das Spiel gut, enttäuschend nur das Publikumsinteresse. 8000 Zuschauer beim großen Wiener Derby, das ist doch wenig. Yamanis wieder mit einer Chance für Rapid. Aber die Leistungen beider Mannschaften zuletzt doch nicht berauschend. Noch kein Rapid-Sieg, noch kein Austria-Sieg in der laufenden Saison. Dann die Austria. Pfeffer. Kovas. Hitler bringt den Ball nicht weg. Flügel. Fehler von Kübauer. Melde und das 1:1. Ausgleich für die Austria in der 22. Minute. Das erste Tor des Norwegers Melde für die Wiener Austria. Ein Geschenk der Rapidler nach einem schweren Fehler von Kübauer. Nabekovas hat den Fehler genützt. Kübauer, Nabekovas. Die beiden sollten an diesem Abend noch für Aufregung sorgen. Und nach dem Ausgleich das Spiel offen. Die Austria hat sich jetzt erfangen. Mandreko Pürk war da ganz alleine. Jovanovic. Aber er knallt den Ball in die Wolken. Unzufriedenheit. Verständlicherweise über die Abwehrleistung bei Austria-Trainer Egon Cordes. Aber jetzt läuft der Ball über mehr Stationen bei der Austria. Kubica. Posenik. Aber er verzieht. Beide Trainer haben ja angedeutet, offensiv spielen zu lassen, auf Sieg spielen zu lassen.
Und die Mannschaften halten das Versprechen. Wieder Posenik. Aber er trifft das Tor einfach nicht. Weiterhin 1:1. Gegen Ende der ersten Spielhälfte flaut die Partie ein wenig ab. War das abseits oder nicht? Schiedsrichter Schüttengruber hat es so gesehen. Slivowski sichtlich nicht. Eine umstrittene Aktion. Pausenstand in jedem Fall 1:1. Eine faire Partie, es gab keine einzige gelbe Karte. Aber so fair blieb es dann in der Pause nicht. Da sorgten Kübauer und Nabekovas nämlich für ein handgreifliches Pausenprogramm vor der Kabine. Kommentare dazu gibt es dann nach diesem Spielbericht. Zweite Spielhälfte. Und sie beginnt wie die erste. Nämlich mit einer starken Rapid-Aktion. Kübauer. Slivowski. Schöner Pass auf Pürk. Und wieder an die Stange. Der zweite Stangenschuss für Rapid. Pürk hätte fast gegen seinen Ex-Club den neuerlichen Führungstreffer erzielt. Göttin Fortuna trägt an diesem Abend ein violettes Kleid und einen Austria-Schal um den Hals. Die Austria leicht überlegen, gefährlicher aber Rapid. Kubica. Geschickt aus der Drehung geschossen, aber doch 1-2 Meter am Tor vorbei. Das Tempo sehr hoch, weiter in Marasek. Und Franz Wohlfahrt mit einer tollen Parade. Teamtormann Wohlfahrt hat vor dem Spiel gesagt, mit dem Derby beginnt die Austria-Siegesserie nach den drei Unentschieden. Aber der Austria, dem Vizemeister, läuft die Zeit davon. Prosenik und ein schweres Foul von Robert Petzl. Dafür sieht er die gelbe Karte von Schiedsrichter Schüttengruber. Das Spiel überhaupt nach der Pause härter. Sicherlich nicht zuletzt aufgrund der Handgreiflichkeiten in der Halbzeit. Rosenik. Und Njelde. Kopfballstark ist er, der Norweger. Hätte beinahe hier das zweite Tor für die Austria an diesem Abend erzielt. Glänzend pariert von Michael Konzel. Und die Austria drängt jetzt weiter. Schöne Kombination, wieder Mjelde. Aber nichts wird mit dem 2:1. Wieder die Hütteldorfer, wir sind schon in der Schlussphase. Herrlicher Fallrückzieher von Slivowski. Ja, da wird um jeden Ball gekämpft. Warum nicht immer so, meine Herren? Toller Fallrückzieher und eine ebenso tolle Reaktion von Franz Wohlfahrt. In dieser Einstellung sehen wir, der Fallrückzieher von Slivowski wird noch von Prosenik abgefälscht. Aber Wohlfahrt lässt sich nicht überraschen. Schlussminute. Eckball für die Austria. Wieder Mjelde. Aber es bleibt beim 1:1. Ja, und das Gefühl, als Sieger vom Platz zu gehen, das kennen die Spieler Rapid und der Austria weiterhin in dieser Saison nur vom Hörensagen. Und wir hören jetzt, was diejenigen sagen, die an der Rangelei in der Pause beteiligt waren. Dietmar Kubauer, wie kamst du den Handgreiflichkeiten während der Pause zwischen Ihnen und Nabekovas? Ich glaube, es hat hier keine Handgreiflichkeiten gegeben. Ich glaube, ich weiß nicht, was für Handgreiflichkeiten gewesen wären. Herr Nabekovas, wie haben Sie die Handgreiflichkeiten zwischen Dietmar Kubauer und Ihnen in der Pause gesehen? Na, das war, ich glaube, schon am Ende erster Halbzeit, weil der Kubauer hat mich ins Gesicht gespuckt.
Und dann war ein kleines Konflikt vor dem Kabine, im Eingang, und das war, glaube ich, alles. Wie haben Sie die Rauferei Kübauer gesehen? Der Kübauer soll sich auf sein Spiel konzentrieren. Das ist viel wichtiger. Er hat mich also auch hier am Spielveteran, ich sage mal, unflätig beschimpft. Ich glaube, das macht man nicht. Ich habe zwar zurückgeschimpft, aber er soll sich auf den Fußball konzentrieren und soll das machen, was ihm gebührt. Und sich, was da vor der Kabine war, kann ich nicht beurteilen. Sie haben angeblich auch am Weg hinein den Austria-Trainer Cordes beschimpft. Ich glaube, was Sie da erzählen, glaube ich, ist für die Würste. Ja, zum Ende war es ein bisschen wie Kabarett, aber die Wogen haben sich wieder geglättet und Spiel 1 auf dem Totoschein, also auch 1:1 und Tipp X, beide Mannschaften weiterhin noch ohne Sieg. Wer ist in Oberösterreich die Nummer 1?